Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die spannende Frage, zocken Versicherer eigentlich Tesla-Fahrer ab? Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass ich vor einigen Wochen ein Video aufgenommen habe mit den Kosten für mein Model 3 und dabei ein Fakt der Community besonders aufgestoßen ist. Ich habe nämlich gesagt, dass ich 2000 Euro für die Versicherung im Jahr bezahle. Ich kann euch beruhigen, einiges davon ist der Tatsache geschuldet, dass das ein Firmenfahrzeug ist, das finanziert ist und dass mein Sohn mit 19 der jüngste Fahrer ist. Alleine dieser Umstand kostet 500 Euro im Jahr. Aber auch meine bisherigen Autos waren noch nie so teuer und deshalb wollte ich der Frage mal seriös nachgehen, werden eigentlich Tesla-Fahrer von Versicherungen abgezockt? Beziehungsweise sind die wirklich teurer als andere Fahrzeuge und woran das liegen könnte? Die Frage, ob E-Autos grundsätzlich teurer sind in der Versicherung als Verbrenner, hat Gott sei Dank schon mal Check24 beantwortet. Die haben das nämlich mal untersucht und zwar nämlich Verbrenner und E-Fahrzeuge der gleichen Marke in den Versicherungsprämien verglichen. Und das Ergebnis war, E-Autos sind im Schnitt günstiger als die vergleichbaren Verbrenner desselben Herstellers. Daran kann es also eigentlich nicht liegen. Also war meine zweite Frage, liegt es vielleicht doch an Tesla? Und ich habe einfach mal ein paar Fahrzeuge mir rausgesucht, die so vergleichbar im weitesten Bereich sein könnten. Ein 3er BMW, der auch ungefähr 48.000 Euro kostet, allerdings mehr PS hat. Ford Mondeo, das ist ein Hybridfahrzeug, ist viel günstiger, 38.600 Euro, hat aber auch 140 PS. Dann ein Skoda Superb, das wäre ja so ein bisschen das gewesen, was mir als Alternative vorgeschwebt hatte, hat 149 PS, also auch 30 mehr laut Versicherungsangaben und mit 43.000 Euro so ganz grob auch im Bereich vom Model 3. Und ich habe natürlich auch E-Fahrzeuge verglichen, die immer verglichen werden, zum Beispiel den ID.4, der ungefähr gleich viel kostet, den Polestar 2, der ziemlich genau gleich viel kostet, den BMW i3, der deutlich teurer ist, den Skoda Enyaq, der ungefähr gleich viel kostet und den Porsche Taycan, der fast das Doppelte kostet, naja, also deutlich, deutlich teurer ist. Versicherungsvergleiche sind übrigens das vorweg grundsätzlich immer ein bisschen kritisch. Das ist sehr schwer zu vergleichen. Alle haben irgendwelche Sonderrabatte, Sonderkonditionen. Auch um Modelle zu vergleichen, die PS-Angaben, das genaue Modell und so weiter. Da ist natürlich immer ein Unsicherheitsfaktor drin, auch in dem heutigen Video. Aber ich glaube, als Stimmungsbild und teilweise doch mit relativ validen Aussagen müsste das genügen. Wenn ihr eine wissenschaftliche Studie dazu machen wollt, dann macht das gerne und schickt mir dann die Ergebnisse. Mit diesen Modellen habe ich erstmal bei Check24 einen Versicherungsprämienvergleich gemacht. Die Testanordnung war dabei, privat genutztes Fahrzeug, 18.000 Kilometer im Jahr, 50 Jahre alt, ledig, keine Sonderrabatte, keine jungen Fahrer, keine Berufsvorteile, Haftpflicht 100 Millionen, dann in der Vollkasko 300 Selbstbeteiligung, Teilkasko 150 Selbstbeteiligung, Rabattschutz und Schutzbrief. Und die Schadensfreiheitsklasse 20 sowie jährliche Zahlungsweise. Also ich habe nicht meine Daten genommen, sondern sozusagen einen fiktiven, hier ungefähr ansässigen Versicherungsnehmer simuliert. Dann kriegt man natürlich bei Check24 eine ganze Liste nach Preisen geordnet und ich habe mir davon dann die ersten bis zur 10. mir angeschaut. Da aber natürlich die Versicherungen da immer wechseln, habe ich auch noch bei einer befreundeten Agentur mir das Ganze rechnen lassen für die eben genannten Fahrzeuge. Naja, und das Ergebnis ist, Tesla ist sehr, sehr teuer. Der 3er BMW, der immerhin 190 PS hat, kostet 13,5% weniger. Bei der Versicherungsagentur waren es 10. Der Ford Mondeo, der natürlich ein bisschen günstiger ist, kostet 18% weniger. Bei der Agentur waren es 16%. Der Skoda Superb, ungefähr gleich teuer und etwas höher motorisiert, das ist der Premium 2.0 TDI 6-Gang, kostet 38% weniger. Bei der Agentur waren es 40%. Bei den E-Autos, die vergleichbar wären, ist es fast ein Skandal. Der ID.4, der nun auch immer wirklich verglichen wird, ich finde ihn nicht vergleichbar, aber er wird ja immer verglichen, der auch 42.300 Euro kostet in der Ausstattung, die ich verglichen habe, ist 41% günstiger in der Versicherung. Bei der Agentur 46% günstiger. Der Polestar 2 ist 21% günstiger, bei der Agentur 30%. Der BMW i3 S-Drive 75 ist 11% günstiger, bei der Agentur waren es sogar 21%. Der Skoda Enyaq ist 40% günstiger, bei der Agentur 43% günstiger.
Der kostet ebenso 47.000 Euro wie das Model 3, das ich angenommen habe. Und der Porsche Taycan 4S, der 85.500 kostet, war sogar noch bei der Agentur um 1,5% günstiger als das Model 3 bei Check24. Zugegeben, war er etwas teurer, aber dann habe ich spaßeshalber auch noch das Tesla Model S, was ungefähr 100.000 Euro kostet, verglichen also mit dem Porsche Taycan, der 185.000 kostet. Da kostet das Tesla Model S ungefähr 30% mehr in der Versicherung. Summa summarum, die Teslas sind im Großen und Ganzen eigentlich immer teurer als vergleichbare Fahrzeuge. Teilweise gewaltig. Skoda scheint sehr günstig zu sein in der Versicherung und Volkswagen auch. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, das können 800 Euro im Jahr sein, da hat man nach 10 Jahren alleine 10.000 Euro grob über die Versicherung mehr ausgegeben mit dem Model 3. Und die Frage ist das eigentlich gerechtfertigt? Die Versicherungen werden ja nach den Typklassen eingeteilt. Und das Tesla Model 3 hat eben die Typklassen 21 in der Haftpflicht und 28 in der Vollkasko. In der Teilkasko sind 27, aber ich habe ja bei meinen Berechnungen Vollkasko angenommen. Die Frage war, welche Autos werden praktisch ähnlich eingestuft? Also mit welchen Autos wird das Tesla Model 3 verglichen? Bei der Gemeinschaft der Versicherer kann man sich diese Liste hier anschauen. Und da habe ich mir das rausgesucht, also mit Haftpflicht 21 und Vollkasko 28 kommen wir zum Audi A7, der so ab 57.000 Euro zu haben ist, oder zum Mercedes-Benz CLS 400D 4MATIC, der ab 75.000 Euro zu haben ist und 330 PS hat. Die werden also gleichwertig eingestuft wie das Model 3. Ebenso der Lexus, der BMW 420er. Übrigens auch der Porsche Macan ist in diesem Bereich, der hat Haftpflicht 22 und Vollkasko 27, also sogar noch weniger. Oder der EQC 400 4MATIC, auch der ist mit 21 in der Haftpflicht und 28 in der Vollkasko versicherbar. Ein wesentlich teures Auto. Und das hat mich wiederum zu der Frage gebracht, ist denn Tesla vielleicht besonders teuer in der Reparatur? Und deswegen ist es gerechtfertigt, dass zum Beispiel in der Vollkasko diese Typklasse 28 von den Versicherern gewählt wurde. Genau zu diesem Thema gab es mal ein Interview im T&E-Magazin. Und da ich gerade bei der Firma Stegmann in Bad Dürrheim mit meinem Windschutzscheibenschaden war, habe ich einfach mal den Dennis angerufen und ihn gefragt, stimmt das eigentlich? Sind Teslas besonders teuer? Hallo Dennis. Hallo Tobias. Du hast ja mitgekriegt, ich bin auf der Suche nach der Begründung, warum meine Versicherung eigentlich so teuer ist. Könnte es denn ein Grund sein, dass Tesla besonders teuer zu reparieren sind? Also ich würde sagen, eigentlich im Direktvergleich ist ein Tesla nicht viel teurer wie ein normales oder ein anderes Fahrzeug, sagen wir so. Wir haben natürlich etwas erhöhte Aufwendungen, gerade wenn es um die Fahrzeugtechnik geht, also Autopilot, Kalibrierung, die ganze Kalibrierung von der Scheibe. Selbst wenn ich einen Seitenblinker ausbaue, muss ich danach eine Neukalibrierung machen eigentlich, damit das alles wieder richtig funktioniert. Wenn wir jetzt aber das rechnen, wenn ein vergleichbares Fahrzeug wäre, vielleicht ein 3er BMW, so fürs Model 3, so in der Zwischenliga, würde ich jetzt behaupten, wenn man das zu diesen offiziellen Sätzen rechnet, dass wir da keine ganz so großen Preisunterschiede haben. Ja, du hast ja ein paar Berechnungen gemacht, die ich auch gerne mal einblende, wo du mal einfach für verschiedene Autos das gemacht hast. Ich glaube, man sieht da, es gibt vielleicht Unterschiede, aber sie sind jetzt nicht so gigantisch. Du hast gerade gesagt, dass es eben Kalibrierungsaufwand gibt, zusätzlichen. Ist das denn wirklich jetzt beim Tesla spezifisch oder gibt es auch vergleichbare andere Autos, vielleicht sogar Verbrenner? Die können ja auch viele Kameras haben, die können ja auch viel Software haben und auch kompliziert sein, oder? Definitiv. Also wenn wir jetzt gerade die neuen Fahrzeuge anschauen, hat ja jedes Fahrzeug eine Rund- oder eine Umfeldkamera. Gell? Ein BMW hängt den ganzen Tag dran, meistens, wenn der eine Neukalibrierung bekommt. Ich mache einen neuen Scheinwerfer bei BMW rein, dann muss das Fahrzeug an den Tester und dann hält das Fahrzeug je nach Ausstattung einen halben bis einen Werktag oder einen Arbeitstag nur an dem Tester und versucht, das Update herunterzuladen und aufs Fahrzeug aufzuspielen. Da lobe ich mir Tesla. Da weiß ich, okay, ich mache eine Softwareinstallation und habe ungefähr das Zeitfenster, weil der Tesla mir sagt, es dauert 25 Minuten. Wie sieht es denn bei anderen Karosserieteilen aus? Ersatzteile, Kotflügel, was auch immer? Also ich kalkuliere jeden Tag ganz, ganz viele Autos. Durchschnittlicher LED-Scheinwerfer ohne jetzt Matrix und was auch immer kostet um die 1.200 Euro netto. Ob es jetzt ein Golf ist oder ein Audi oder
Mercedes ohne Steuergeräte. Also der Scheinwerfer kommt, da muss ich alles ausbauen. Beim Audi muss ich sogar noch einen Lüfter umbauen. Und beim Tesla Model 3 jetzt, bei dem, wo du hast, Tobias, da liegen wir irgendwo bei 400 Euro netto mit Steuergerät, allem drum und dran. Jetzt, wenn wir den neuen Refresh Model 3 haben, 21 mit der Linse, dann liegt er auch bei über 1000 Euro. Also Tesla hat sich da etwas angepasst. Okay, na toll. Die Preispolitik, gerade von Ersatzteilen, wir hatten es gerade, ist beim Model 3 doch sehr human, also ist jetzt nicht orbitant teuer. Und auch die Reparaturkosten, wir liegen jetzt aktuell bei einem Verrechnungssatz bei 139 Euro in der Karosseriestunde. Ich weiß, dass ein BMW-Händler und ein Mercedes-Händler und auch der Audi-Händler knapp bei 180 Euro netto liegen und beim Lack weit über 200. Super. Vielen Dank, lieber Dennis, für deine Expertise und deine Einschätzung. Okay, danke dir für die Möglichkeit und viel Erfolg euch weiterhin. Und damit kommen wir zum Fazit. Zunächst, man kann wirklich sagen, Tesla ist teurer. Ich hatte kürzlich eine Podcast-Aufzeichnung mit dem Flottenchef von einer großen, großen Firma mit 5000 Fahrzeugen und er hat eindeutig gesagt, Tesla Model 3 sind die teuersten in der Versicherung. Und die Frage ist, woran liegt das? Ich habe da mit dem Flottenchef und auch mit dem Dennis und mit vielen anderen so ein bisschen gemutmaßt und ich denke, ein Hauptgrund liegt darin, dass es für die Versicherung keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Alle anderen Hersteller hatten auch schon Verbrenner, gibt es schon seit Jahren auf dem Markt. Man kann einschätzen, wie die Reparaturen sind, wie die Fahrer sind, was für ein Psychogramm die haben, ob das Rowdies sind und so weiter. Das ist bei Tesla schwierig und dann haben sie vielleicht mal gesagt, dann nehmen wir mal einfach an, ist teuer. Das zweite, Tesla ist eingestiegen mit dem Roadster, also einem Sportwagen und danach mit Model X, Model S, also zwei wirklich sehr hochpreisigen Wagen. Das ist ja was, was ich heute noch zu spüren kriege, dass die Leute sagen, Tesla, ja, ich kann mir das nicht leisten. Dabei ist ein Tesla Model 3 wirklich genauso teuer wie ein ID4 oder, wenn man es mal über Jahre rechnet, nicht teurer als ganz viele ganz normale Mittelklassewagen, die so rumfahren. Aber dieser Gedanke, dass Tesla immer teuer sein muss, hat sich vielleicht einfach durch diese Historie auch bei den Versicherern eingebürgert. Der dritte Teil könnte vielleicht in der Ersatzteilpolitik liegen. Das haben wir mal gehört in dem Video von meiner Windschutzscheibe, dass Tesla den Bodyshops nicht gestattet, Ersatzteile zu verkaufen. Die haben also den Daumen auf den Preisen und da haben Versicherer dann vielleicht weniger Möglichkeiten, über Konkurrenz und Wettbewerbsdruck Preise zu senken oder eigene Vereinbarungen zu treffen. Und deshalb ist es für sie teurer oder potenziell teurer, wenn ein Schaden entsteht. Und das Letzte, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man eben mit einem Tesla eine Software auf Rädern hat, die sich auch ändern kann. Man weiß ja nie, was in dem nächsten Update drin ist. Und der Fahrer hat auch die Möglichkeit für a few dollars more sozusagen, sich einen echten Autopiloten, der jetzt heute noch nicht so viel kann, aber immerhin einen Autopiloten einzukaufen. Und da ist vielleicht auch ein großer Vorbehalt, was man damit alles für schlimme Unfälle machen kann. Wenn ich mit einem VW Passat mir die Augen zubinde und voll aufs Gas trete und die Hände vom Steuer nehme, kann ich auch tolle Unfälle machen. Und so ist es natürlich auch beim autonomen Fahren. Aber das ist vielleicht ein Risiko, was Versicherer auch nicht kalkulieren können und deshalb erstmal davon ausgehen, dass es sehr hoch ist. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Sollten wir nicht einfach mal auf die Straße gehen und protestieren und sagen, Versicherer, macht die Model 3s billiger in der Versicherung? Vielleicht brauchen wir da einen kleinen Aufstand. Denn tatsächlich, ich finde nicht, dass es angehen kann, dass so ein Auto 40% teurer in der Versicherung ist als meinetwegen ein ID4. Schreibt mir gerne unten, was ihr von der Sache haltet. Liked dieses Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter informiert werden wollt. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.